Ja, hallo, guten Abend. Schön jetzt hier sein zu dürfen, Sie alle zu sehen, hier atmen zu können ohne Maske. Und Sie sind hier in so großer Anzahl und es ist schön, seit so langer Zeit wieder so viele Teilnehmende hier vor Ort zu haben. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen hier im Spreespeicher hier in Berlin. Wir streamen dieses Event live, zum Beispiel auf Alex TV und natürlich auf den Webseiten der Partnerinstitutionen der Serie Making Sense of the Digital Society, die es jetzt schon seit 5 Jahren gibt. Das ist ein Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung, sagen wir auf Deutsch, und dann natürlich noch dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Heute ist eine ganz besondere Nacht, und zwar in vielerlei Hinsicht, denn der nachfolgende Vortrag und die Konversation mit Ihnen hier, die hier vor Ort sind und natürlich auch zu Hause über ein Tool, das wir Slido nennen, ist nämlich der Beginn einer dreitägigen Konferenz, die Artificial Intelligence and the Human Cross-Cultural Perspectives on Science and Fiction heißt. So, im Namen unserer Serie Making Sense, ich bin lediglich der Moderator dieser Veranstaltung, möchte ich an dieser Stelle dem Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin für die Mitausrichtung dieser vielversprechenden Konferenz danken. Zu den kulturellen Eigenheiten von KI und wie unterschiedlich diese in den verschiedenen Teilen der Welt ist und warum es so lange gedauert hat, diese anzuerkennen. Darum wird es auch heute in unserem Vortrag gehen. Und natürlich möchte ich vor allem an dieser Stelle Julia Münch danken, der Generalsekretärin des Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin, das sehr schön, ein sehr schönes Zentrum ist, nämlich in Berlin-Zehlendorf, nicht weit entfernt von der Freien Universität hier in Berlin. Also vielen herzlichen Dank. Dann ein Hauptdank natürlich an unseren Hauptkurator für dieses Programm, nämlich Thomas Christian Bechle vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, das ebenfalls hier in Berlin ist. Ganz, ganz bedeutend und Initiator quasi und auch einer der Besucher hier, der heute da ist aus Japan, nämlich Watanabe Katsumi von der Waseda-Universität in Tokio. Eine große Runde Applaus bitte für all jene, die diese Veranstaltung organisiert haben. Es ist mir eine große Freude, diese Konferenz jetzt zu beginnen, und das mache ich, indem ich Ihnen jetzt erstmal die Rednerin vorstellen werde des heutigen Abends. Und es geht um das Thema, wie die Welt intelligente Maschinen sieht. Das ist unser heutiges Thema. Wir wollen sehr viel mehr darüber erfahren, denn das ist ein Thema, das immer bedeutsamer wird. Und das war im Westen in den vergangenen Jahren vielleicht nicht immer bemerkt worden. Also an dieser Stelle nur eine Anekdote vielleicht, wenn ich darf. Ein Beispiel, das hier ganz gut passt zu unserer heutigen Veranstaltung. Gibt es hier Tänzerinnen und Tänzer im Raum, irgendwelche unter Ihnen, die gerne zu Clubs gehen und zu Raves, aber das nicht konnten in den vergangenen 2 Jahren? Ja, ich sehe ein paar Hände. Mhm. Okay. Was denken Sie denn, woher kommt denn diese Musik? Nun, nicht in Deutschland, auch wenn Deutschland natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat, wie zum Beispiel Kraftwerk, die Band, oder Krautrock, eine andere bekannte Welt in der Welt der elektronischen Musik aus Westdeutschland. Aber ganz, ganz wichtig für diese Ursprünge sind natürlich afrikanisch-amerikanische Menschen in Chicago und Detroit, New York gewesen. Es hat sehr lange gedauert, bis der Westen letztendlich herausgefunden hat, dass die Geschichte von Hausmusik, zum Beispiel Technomusik etc., sogar den Ursprung in Indien gefunden hat. Es gab ein Buch, das darüber gefunden wurde, oder eine Aufnahme aus dem Jahr 1982 von einem Künstler, der Charanjit Singh heißt. Die Aufnahme von ihm klingt sehr, sehr ähnlich dem Acid House, das wir aus Chicago denken. Sehr melodisches Material, ein paar Mikrorhythmen sind jedoch sehr unterschiedlich. Diese Musik ist sehr besonders und
Was ganz besonders war, damals wusste niemand, dass diese Musik existierte. Und warum war das so? Nun, die Antwort ist, dass alle dieselben Maschinen verwendet hatten. In Chicago, in Detroit, in New York und auch in Mumbai. Das waren Maschinen, die in Japan übrigens hergestellt wurden. Bass- und Drum-Computer, die hießen 303 und 808. Ein Synthesizer, dem Jupiter 8, die alle von der japanischen Firma Roland hergestellt wurden. Und ich hoffe sehr, dass es jetzt nicht wieder Jahrzehnte dauert, bis der Westen anerkennt, dass bestimmte Wurzeln in unterschiedlichen Teilen der Welt gleichzeitig entstanden sind. Aber das waren natürlich keine Maschinen, die wir heutzutage als KI qualifizieren würden. Einige hatten Transistoren und die waren teilweise kaputt und es gab keinen guten Klang, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte Ihnen jetzt auf jeden Fall Kanter D. Hall und ihre Forschung vorstellen und auf ihre Eröffnungsrede eingehen, How the World Sees Intelligent Machines. Sie ist eine Forschungsmitarbeiterin, Seniorforschungsmitarbeiterin am Leverhulme Center for the Future of Intelligence und dort leitet sie zwei Forschungsprojekte, Global AI Narratives und dann einmal Decolonizing AI. Darin schaut sie sich an, wie interkulturelles öffentliches Verständnis von künstlicher Intelligenz auch durch Fiktion und nicht fiktive Narrative konstruiert wird. Also hier ist auch ein Hintergrund in Geisteswissenschaft. Denn Frau Kanter D. Hall hat in den Niederlanden studiert, zunächst mit einem Abschluss in Film und Literatur. Dann hat sie ihren Doktor an der Oxford-Universität gemacht in der Wissenschaftskommunikation. Bei ihrer Doktorarbeit hat sie sich damit auseinandergesetzt, wie konfligierende Auslegungen der Quantenphysik Erwachsenen und Kindern kommuniziert werden können. Sie hat an dem Buch mitgewirkt, AI Narratives, A History of Imaginative Thinking About Intelligent Machines und dann auch des Buches Imagining AI, How the World Sees Intelligent Machines. Das wird noch später im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Sie hat auch in einigen Papers mitgewirkt, zusammen mit Stephen Cave, also zu KI-Narrativen, zum Beispiel zu dem Thema The Whiteness of AI, also KI ist weiß. Das ist ein Konzept, über das wir auch noch weiter sprechen würden. Und nach diesem Vortrag werden wir hier noch einen kleinen Dialog halten auf der Bühne, wo Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und dann natürlich auch über das Slido-Tool, falls Sie den Stream online folgen. Aber nun möchte ich das Wort an Frau Kanter D. Hall erteilen. Sie haben das Wort. Okay. Thank you very much. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass ich heute die Ehre habe, diese Konferenz zu eröffnen mit meiner Rede. Insbesondere möchte ich Thomas Bächle danken. Danke für diese Einladung. Danke, Lena Henke. Danke, dass Sie dafür gesorgt haben, dass ich heute pünktlich bin. Und danke auch für die Organisation dieser Reise. Ich muss sagen, es ist doch eine ganze Weile her, dass wir eine solche Veranstaltung wie diese abhalten konnten. Nun, heute Abend möchte ich eine Frage zu Anfang stellen. Wie würden Sie KI einem Freund beschreiben? Wie würde man einem Freund erklären, was KI eigentlich ist? Wie würde Ihre Erklärung aussehen? Vielleicht etwas in dem Sinne wie, KI soll die Dinge machen, die Menschen sonst machen. Und in der nicht allzu fernen Zukunft werden alle täglichen Aufgaben von Maschinen erledigt, sodass wir noch fauler und untätiger werden und die Terminator-Filme werden Wirklichkeit. Oder wird es etwas in der Art sein wie gruselige Roboter? Nun, die erste Definition, die ich genannt habe, stammt von Margaret Bowden, die eigentlich diese Disziplin erfunden hat. Die anderen Definitionen, die Sie jetzt hier auf der Folie sehen können, sind Definitionen, die Mitglieder der britischen Öffentlichkeit geantwortet haben, als Stephen Cave und ich eine nationale Umfrage ausgeführt haben in Bezug auf KI. Und diese Antworten beinhalten auch Gründe dafür, warum ich die Forschung, die ich heute hier vorstellen möchte, überhaupt durchführe. Da gibt es eine Lücke zwischen dem Expertenverständnis, dem Sachverstand und dem allgemeinen Verständnis von KI. Und Science Fiction hat dazu beigetragen, das Ganze zu formen. Diese Meinungen stammen von der Öffentlichkeit aus Großbritannien. Und ich möchte heute einmal
verdeutlichen, wie diese Meinungen weltweit nicht so geteilt werden, wie es dort Unterschiede gibt. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich noch einmal ein paar Forschungsergebnisse vorstellen, die heute zu diesem Ergebnis geführt haben. Wir haben da eine Kooperation mit Stephen Cave gehabt, der momentan in Cambridge unterrichtet, aber der genauso die Anerkennung verdient für diese Arbeit. Heute Abend werde ich verschiedene Meinungen und Definitionen aus der ganzen Welt vorstellen. Ich fange hier in Berlin an und ich werde Darstellungen von KI in verschiedenen kommunistischen Staaten aus dem 20. Jahrhundert vorstellen. Dann möchte ich natürlich weitermachen mit dem japanisch-deutschen Thema, das auch heute angesprochen wird. Ich möchte die wirklichen und anscheinenden Unterschiede zwischen dem östlichen und westlichen Darstellungen der KI verdeutlichen. Und dann werde ich weltweite Beispiele von KI vorstellen und ich möchte natürlich die zeigen, die den kolonialistischen Aspekt von KI ablehnen. Wer bin ich eigentlich? Warum stelle ich heute diese Präsentation vor? Ich bin ein Senior Research Fellow. Toby Müller hat das bereits in seiner Einführung vorgeklärt. Ich arbeite am Leverholmer Zentrum für die Zukunft von Intelligenz. Das ist angesiedelt bei der Universität von Cambridge, ist aber eigentlich eine Kooperation aus vier verschiedenen Universitäten, unter anderem Oxford und Berkeley in Kalifornien. Ich selber habe eigentlich Literatur studiert und habe mich dann auf Science, auf wissenschaftliche Narrative spezialisiert. Science, also Wissenschaft in dem Sinne, die man auch in der Popkultur findet, genauso wie in der Science Fiction. Also sprechen wir nun über Sachbücher oder fiktionale Bücher, alles, was sich quasi in diesem Dreh mit dem Forschungsthema beschäftigt. Und genau so bin ich dann bei dem KI-Forschungszentrum gelandet, mit meinem literaturwissenschaftlichen Hintergrund. Wie Sie sehen, ist das ein interdisziplinäres Zentrum, das 2016 gegründet wurde. Und das konzentriert sich auf die ethischen Aspekte von KI und die Auswirkungen. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt. Es geht um die Beziehung zwischen Maschine und der biologischen Intelligenz und natürlich auch haben wir das weltweit erste Programm, den ersten Master weltweit zu diesem Thema ins Leben gerufen. Da gibt es verschiedene Disziplinen, die daran beteiligt sind, wie zum Beispiel Machine Learning. Ich selber arbeite an einem Programm, das KI-Narrative untersucht und da geht es darum, wie es KI in Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit steht. Es gibt also verschiedene Forschungsprojekte, die einen Einfluss auf meine Präsentation heute haben. Es geht um globale KI-Narrative und die Entkolonialisierung von KI. 2017 begann ich damit mit AI Narratives, so war der Titel meines Projektes. Und da ging es um die Darstellung von KI und die Wahrnehmung von KI in der englischsprachigen Welt. Und das führte dazu, dass wir 2020 ein Buch veröffentlicht haben, AI Narratives, also KI-Narrative, das sehen Sie hier hinter mir. Da gab es ein großes Echo aus den verschiedensten Branchen, aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus den Gremien der Vereinten Nationen, aus den Universitäten und wir haben für diejenigen, die einen nicht akademischen Hintergrund haben, auch noch ein Sachbuch geschrieben. Das Buch, das darauf folgte, das wird dieses Jahr noch veröffentlicht und das trägt den Titel Imagining AI, wie die Welt intelligente Maschinen sieht. Und daran haben wir Beiträge aus aller Welt gesammelt und dazu werde ich Ihnen dezidierte Beispiele in meiner Präsentation heute vorstellen. Nun, in meinem ursprünglichen KI-Projekt haben wir die dominanten Narrative von KI untersucht in der englischsprachigen westlichen Welt und wie dort die Technologie stereotypisiert wird von denen, die es erschaffen und denen und auch diejenigen, auf die es Auswirkungen hat. Und wir sehen, dass es dort einen unverhältnismäßigen Einfluss gibt. Wie einflussreich ist das eigentlich? Nun, ein Beispiel dafür möchte ich Ihnen geben. KI war ein kulturelles Phänomen, noch bevor es ein technologisches Phänomen wurde. In manchen Kulturen gibt es Darstellungen von KI, die jahrhundertelang zurückgehen, wie zum Beispiel im alten Griechenland, im alten China. Und diese Darstellungen von KI, die können wir beobachten im Laufe der Geschichte. Da gibt es Ideen und Gedanken um intelligente Maschinen herum, die aus Holz, die aus Metall bestehen. Und so wurde dann aus leblosen Gegenständen
lebendige Gegenstände entwickelt. Und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts stellte man sich die Zukunft ganz erfinderisch vor, wie das dann wohl aussehen würde. Und als denn der Begriff KI in den USA im Jahr 1956 vorgestellt wurde, ging es nicht darum, eine neue Erfindung vorzustellen, sondern es ging darum, die Entschlossenheit, eine alte Fantasie umzusetzen, vorzustellen. Manche würden sogar behaupten, dass KI immer noch ein kulturelles Phänomen sein und kein technologisches Phänomen. Manche würden sogar behaupten, dass all diese tollen Innovationen, der Hype in diesem technologischen Bereich nicht wirklich als intelligent bezeichnet werden könnte. Andere wiederum würden behaupten, dass KI uns jeden Tag umgibt, in unseren Smartphones, in den Online-Diensten, die wir in Anspruch nehmen und auch die ganzen geheimen, versteckten Dienstleistungen, die uns umgeben. Es ist schwierig, ein anderes Beispiel zu finden in der Vergangenheit, wo die Debatte so hitzig war. Man findet dort zwei kontroverse Antworten. Entweder es ist überall oder nirgendwo. KI ist letztendlich von sehr vielen Mythen gezeichnet. Es geht Hand in Hand mit sehr vielen Geschichten, die darum im Raum stehen. Innovation und Technologie geschehen aber wirklich. Das ist sehr schnell und das Ganze interagiert immer wieder mit diesen alten Geschichten um intelligente Maschinen herum. Und dieser kulturelle Hintergrund hat Einfluss auf die Ingenieure und wie Produkte konzipiert werden, für wen sie konzipiert werden, wie sie reguliert werden, wer sie konzipiert. In der Wissenschaft, in der Politik, da sehen wir, dass es eine Vernetzung gibt und die sich gegenseitig immer wieder beeinflussen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel dafür aus dem Westen. Dort sehen wir, wie die dominanten Geschichten und dominanten Technologien miteinander verwoben sind. Schauen wir uns doch mal den Film aus dem Jahr 2014 an, Transcendence aus Hollywood. Und da sehen wir, wie ein KI-Experte, gespielt durch Johnny Depp, seine Gedankenwelt in ein künstliches System hochlädt. Und in diesem Film, ich möchte einmal voranstellen, dass dieser Film leider kein Erfolg war. Er war wirklich kein Kassenschlager. Aber am ersten Wochenende, als dieser Film in die Kinos kam, gab es drei bekannte Forscher, Stephen Hawking und Max Russell, haben zusammen einen Artikel veröffentlicht. Und da ging es darum, wie dieser Film letztendlich sich selbst zu ernst nimmt. Und ich möchte kurz etwas aus diesem Artikel erzählen. Dieser Blockbuster kam nun dieses Wochenende in die Filme. Morgan Freeman und Johnny Depp retten die Welt. Und es ist doch sehr verlockend, das Ganze als Science-Fiction abzutun. Aber das wäre ein Fehler. Das wäre der schlimmste Fehler, den wir begehen könnten, sagten diese Forscher in diesem Artikel. Diese drei sehr einflussreichen Forscher nutzten also diesen Film, um die Politik oder die Entscheidungsträger in der Politik auf die Wichtigkeit von der KI hinzuweisen. Einer der Autoren, Max Tegmark, hat tatsächlich Future of Life, ein Institut gegründet, das sich dafür einsetzt, dass KI gewinnbringend für die Menschheit eingesetzt wird. Das wird teilweise von Elon Musk finanziert, der ja ein wirklicher Vorreiter von KI-getriebenen Elektroautos ist. Er selber erscheint tatsächlich selber im Film als Cameo, ist er im Publikum zu beobachten, wie er eine Rede zuhört, die der Hauptdarsteller in diesem Film hält. Morgan Freeman, ebenfalls ein Schauspieler in diesem Film, ein KI-Ingenieur, ist tatsächlich im echten Leben Mitglied des Vorstandes von diesem neuen Institut, das gegründet wurde von Elon Musk. Wir sehen hier also die sogenannte Hollywood-California-Feedback-Loop. Wir haben hier eine Verflechtung von der Industrie, von den verschiedenen Zweigen, von der Politik, von den Schauspielern. Wir sehen also, Transcendence hat dazu beigetragen, wie KI heute hier wahrgenommen wird und welche bestehenden Ideen, Gedanken, Verständnisse oder Konzepte darum bestehen. Und all das aus einem klitzekleinen Teil der USA. Entscheidend hier ist, dass diese ganzen Ansätze weltweit so nicht geteilt werden. Wir sehen, dass das immer
durch die Religion, Geschichte, Narrative, Tradition eines bestimmten Landes geprägt ist, von einer Kultur, von den Menschen vor Ort. Transcendence ist ein Hollywood-Film aus den USA und es ist wirklich auch gespickt mit Hollywood-Konzepten. Manchmal mehr oder weniger problematisch. KI wird als die ultimative Technologie angepriesen, die ultimative Lösung für alle Probleme. Johnny Depp kann die Energiekrise, die Umweltverschmutzung und alle möglichen Krankheiten heilen. Aber gleichzeitig ist KI eine Art Bedrohung für die Menschheit, denn Johnny Depp wird komplett verrückt und dreht durch im Film. Also dieses Prinzip, was dort dargestellt wird, ist die sogenannte digitale Unsterblichkeit. Deine Gedanken werden hochgeladen in die Cloud und die weibliche Protagonistin muss sich am Ende selbst opfern, damit die KI aufgehalten wird, bevor KI die Weltherrschaft übernimmt. Ganz im Einzelnen betrachtet sind diese Ideen gar nicht neu in Hollywood. Die finden wir auch in anderen Filmen. Aber sie gründen ja eine ganz bestimmte Mythologie, die KI in Amerika, die man dort findet. Das Problem hier ist, dass diese Narrativen die alten Ideen immer wieder fortschreiben. Es gibt hier alte Ideen, die immer wieder verstärkt werden. Nun, ich spreche auch über die Darstellung von intelligenten Maschinen, die immer wieder anthropomorphisiert sind. Das heißt, sie werden den Menschen immer wieder gleicher gemacht. Sie erhalten ein Geschlecht, sie erhalten eine ethnische Identität. Und in diesem Fall sieht die KI aus wie Johnny Depp. Und die mythologische Tradition, die dazu führt, wie wir KI momentan wahrnehmen, unterscheidet sich von anderen Technologien, wie die normalerweise dargestellt werden. Andere Technologien werden nicht so personifiziert wie KI. Intelligente Maschinen werden nicht nur als Werkzeuge dargestellt. Nein, es sind immer Akteure, die menschengleich sind und gleichzeitig impliziert das, dass sie all diese Dinge anstellen können, die auch Menschen anstellen können. Und gleichzeitig erhalten sie eine menschliche Rolle in der Gesellschaft. Sie folgen menschlichen Mustern, zum Beispiel KI werden Dienstleister, Soldaten sind zum Beispiel Reinigungskräfte in den Filmen. Sie sind also nicht nur diejenigen, die diese menschlichen Rollen einnehmen oder Jobs einnehmen, sondern auch menschliche Rollen wie der Freund, der Liebhaber und auch noch andere menschliche Rollen in der sozialen Hierarchie werden von der KI ausgefüllt. Diese Maschinen nehmen also diese menschlichen Rollen ein in Science Fiction. Gleichzeitig werden sie aber auch übertrieben in einer bestimmten Art und Weise und gleichzeitig werden sie aber auch sehr flach dargestellt. Sie werden hyperfeminisiert als Liebhaber oder Liebhaberin. Sie sollen immer intelligent sein in der Rolle, die sie darstellen, aber gleichzeitig hofft man immer, dass diese Roboter loyale Sklaven dem Menschen gegenüber sind. Und wenn sie das nicht sind, dann werden sie als eine Bedrohung für die Menschheit dargestellt. Nun, das Konzept des Robotersklaven ist sehr stark durch eine ethnische Zugehörigkeit ebenfalls geprägt. Und das liegt auch an dieser Feedback-Loop aus Kalifornien. Roboter werden eigentlich nicht kodiert als zugehörig einer Rasse, wie zum Beispiel eine farbige Person. Nein, eigentlich werden sie zum Großteil immer als weiß dargestellt, was die Ethnie angeht und was auch die Farbe angeht. Das habe ich auf meiner Folie hier dargestellt und in dem Publikation The Whiteness of AI haben wir das beschrieben. Im Westen ist es so, dass KI eine weiße Utopie darstellt. Und farbige Menschen sind dort völlig ausgegrenzt und marginalisiert. Die kommen dort gar nicht vor. Und das hat die derzeitige Darstellung von KI deutlich geprägt. Es gibt Stereotypen, die geprägt werden und immer wieder fortgeschrieben werden. Die Narrative führen aber auch dazu, dass Stereotypen und Erwartungen, was die Erzeuger dieser Projekte, wie zum Beispiel die Wissenschaftler oder die Ingenieure,
angeht, auch immer wieder fortgeschrieben werden. Hier gebe ich Ihnen ein paar Beispiele für diejenigen, die das Ganze erfunden haben. Also das ist noch ein Beispiel mehr zu Johnny Depp. Die dominante Narrative im Westen scheint buchstäblich ein Produkt der weißen männlichen Vorstellungskraft zu sein. Das sind diejenigen, die Erzeuger, die KI immer wieder erzeugt haben. Gleichzeitig ist es so, dass der weiße Mann immer wieder einen weißen Roboter konzipiert. Und selbst in unserer Vorstellungskraft ist KI ein Produkt der weißen männlichen Vorstellungskraft. Diese kulturelle Konstruktion eines weißen Ingenieurs scheint ein Ausdruck des weißen Genies zu sein, das immer wieder thematisch aufgegriffen wird in den Hollywood-Produktionen, die ich auch hinter mir gerade zeige. Und aus meiner Sicht ist das ein sehr starker Faktor und der führt dazu, dass wir im echten Leben sehr wenig weibliche Ingenieure sehen in der KI. Und da herrscht auch eine große Feindseligkeit gegenüber diesen Frauen, weil sie kulturell gesehen nicht dazugehören. Momentan arbeite ich an einem Projekt und wir haben über 3000 Filme untersucht und über 10.000 Episoden von verschiedenen Fernsehserien, haben uns angeschaut, welche Ingenieure in diesen Fernsehproduktionen dargestellt werden, welches Geschlecht sie haben. Das sind also ein paar Szenen aus Hollywood und das sind auch Gründe, warum wir Alternativen suchen. Ist das nun unvermeidlich, dass KI-Maschinen so aussehen müssen aus unserer Sicht? Nun, wir glauben nicht, dass das unvermeidlich ist. Wir wollten wissen, welche Alternativen gibt es denn da draußen? Aus vier verschiedenen Gründen. Dafür gab es vier Gründe. Nun, zunächst einmal ist KI heute ein globales Phänomen. Wie ich gesagt habe, entstand der Begriff in den USA und die Technologie wird dort weiterhin entwickelt und diese Technologie wird jetzt auch in den Rest der Welt entwickelt und andere Länder sind ebenfalls dabei, ihre eigenen KI-Sektoren zu entwickeln. Nun, sie nutzen ihre eigenen Methodologien der KI und ihre eigenen Erzählungen, Ideologien, durch die die Erwartungen und Sorgen geprägt werden in Bezug auf das, was diese Technologie letztendlich sein kann. Nun, zu verstehen, wie sich die KI weiterentwickelt und wie sie sich in unterschiedlichen Teilen der Welt unterscheidet, setzt voraus, dass wir diese unterschiedlichen Orte besser verstehen und wie sich die Erzählungen dort weiterentwickeln. Aber die Debatte darüber, wie KI verantwortungsvoll entwickelt werden kann und reguliert werden kann, wurde auch von verschiedenen anderen Akteuren dominiert. Und jetzt ändert sich das. Mehr und mehr Länder entwickeln ihre eigenen KI-Strategien, aber sie kommen jetzt in eine Region, die bereits geprägt wurde durch Annahmen aus dem englisch sprechenden Westen. Es gibt also das Risiko, dass Unterfangen zur Regulierung der KI dazu führen könnten, dass sie als nicht sensibel genug gelten oder dass sie bestimmte Vorurteile und Traditionen vielleicht überlaufen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die unterschiedlichen Meinungen darüber, was KI sein sollte und sein könnte, besser verstehen. Wir hoffen, dass dieser komparative Ansatz auch uns mehr Aufschluss darüber geben wird, ob nun hier oder dort, wenn wir uns anschauen, dass wir uns anschauen, welche unterschiedlichen Ansätze die unterschiedlichen Regionen haben und dass dies dann wieder die Traditionen selbst beeinflussen. Wenn Sie zum Beispiel unterschiedliche Narrative aus kapitalistischen Ländern haben, dann sehen Sie, was die Erzählungen dort gemeinsam haben. Oder wenn Sie sich Länder anschauen, die eine koloniale Vergangenheit haben, dann können Sie schauen, was diese gemeinsam haben und wie sich die KI-Narrative dort entwickelt haben. Oder schauen Sie sich Länder an, die kolonialisiert wurden, dann haben Sie wieder Gemeinsamkeiten. Nun, zum Beispiel gibt es auch antikoloniale KI-Narrative aus Lateinamerika, Indien, Afrika südlich der Sahara und Hawaii. Und dort sieht man, dass der Widerstand viele Formen annehmen kann, aber dass es dort immer wieder ähnliche Themen gibt, die über die Kontinente hinweg gleich sind. Zum Beispiel, dass nicht westliches Wissen und das Wissen über KI, um zu reflektieren, was jetzt als Fortschritt gilt und was als rückwärtsgewandt,
wenn man sich anschaut, wie Technologien aus dem Westen für bestimmte Zwecke, für neue künstlerische Formen zum Beispiel sich angeeignet werden und wie diese Erzählungen genutzt werden für die postkoloniale Staatenbildung oder Nationsbildung. Wir sehen auch andere Länder wie Indien, Südkorea und Russland, wo es ebenfalls Erzählungen gibt und wo die Erzählungen ganz verschiedene Ideologien unterstützt haben, von zum Beispiel Kommunismus in China oder auch in der Sowjetunion und in Italien bis zum Neoliberalismus in Chile und bis zur Technokratie in Singapur. Und ich werde einige dieser Beispiele jetzt auch im Verlauf des Vortrags weiter erwähnen und ausführen. Jede kulturelle Perspektive hat jedoch auch ihre Grenzen und ist einzigartig. Und auch wir, die in der Kultur sind, haben auch unsere Vorteile. Der englischsprachige Raum wird beeinflusst zum Beispiel durch die Faktoren Gender, Schicht, soziale Schicht und auch Ethnie und so weiter. Und dort wird gefordert, dass es neue Vorstellungen der Technologie gibt. Denn jede Art der Kultur, jede Kultur hat ihre eigenen blinden Flecke. Und wenn wir jetzt einen Vergleich anstellen, dann können wir sehen, was die jeweiligen blinden Flecke in der jeweiligen Kultur sind und was sie in ihren Narrativen nicht einbeziehen. Ich habe jetzt einige Einschränkungen oder Grenzen aufgezeigt. Sie könnten zum Beispiel einige chinesische Werke lesen oder auch von indigenen Menschen ihre Meinung hören. Nun, aber derzeit ist es so, dass diese Art der Narrative bisher überhaupt nicht zu hören ist. Also sie haben überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu hören. Und die Gedankenwelt um diese Themen herum wurde bisher nicht detailliert erfasst, nur sehr oberflächlich, weil dieselben Geschichten, die Sie bereits kennen, werden ja immer wieder und wieder wiederholt. Nun, wenn wir das alles berücksichtigen, oder vor diesem Hintergrund haben wir dann im Jahr 2020 das Forschungsprojekt gestartet, und zwar auf 6 Kontinenten mit 6 Initiativen. Und wir wollten verstehen, wie die unterschiedlichen Regionen die Vorteile und Risiken der KI wahrnehmen. Und wir haben dies wie folgt gemacht. Wir haben 20 Workshops in der ganzen Welt in den Jahren von 2018 bis 2021 durchgeführt, letztendlich online im Rahmen der Pandemie. Und wir haben ein internationales Netzwerk von Experten zusammengebracht und aufgebaut, über den englischsprachigen Westen hinaus. Und dort haben wir uns die dringenden Fragen der KI und die Fragen der Regulierung angeschaut. Also ich habe jetzt erzählt, was der Hintergrund war, unsere Motivation. Und jetzt möchte ich ein paar der Ergebnisse teilen. Und ich beginne hier relativ in der Nähe von Berlin für Sie, unser Publikum. Wir hatten Workshops in Russland, China und in der Tschechischen Republik. Also wir haben immer wieder Narrative der KI in einem kommunistischen Kontext gehört. Anton Bewuschin hat einmal gesagt, dass sowjetische Narrative über künstliche Intelligenz vor allem so dargestellt worden, nämlich sehr vertrauenswürdige KI, die der Menschheit gedient hat, wie zum Beispiel von Iman Andrefilov ein Roman, worum es darum geht, dass eine kommunistische Utopie besteht, in der die KI letztendlich zu Entscheidungsträger werden, obwohl es immer noch Menschen gibt, die die KI beaufsichtigen. Dann gibt es noch Narrative über die KI als Dienstleister. Und dann hat man sich die Frage gestellt, was jetzt die KI wirklich sein könnte. Bis zu den 2010er Jahren haben die Menschen gesagt, was sie von der KI erwarten. Und zwar ein Terminator im Dienste der Menschheit. Das bedeutet letztendlich, dass sie von Chatbot erwarten, dass sie alles wissen, keinerlei Emotionen haben dürfen, alle Aufgaben ausführen, keine Fragen stellen und nicht zu viel Zeit brauchen. Aber dieser Terminator im Dienste der Menschheit, nun, diese Vorstellung hat sich nun geändert. Heute wollen die Menschen nicht mehr diese
Stereotype aus den Filmen, sondern sie möchten freundliche, menschliche Chatbots, mit denen man einen Smalltalk führen kann. Im Zentrum dieser Ideen steht das Konzept, wie Anton Bavushin es nennt. Im Zentrum steht die russische Seele, wo es um die russische nationale Identität geht. Die Frage ist, was bedeutet es denn, ein Mensch zu sein? Könnte eine intelligente Maschine ebenfalls als menschlich gelten, aufgrund der Eigenschaften, die sie hat, also dass die KI quasi eine Art Seele hat? Es geht ja wirklich um die Frage, was es hieß, ein sowjetischer Bürger zu sein. Also der wichtigste Test, um herauszufinden, ob die KI wirklich ein Mensch war, war herauszufinden, ob es wirklich genügend Wodka trinken konnte. Und dann gab es noch weitere Beispiele aus dem Jahr 1980, wo es zum Beispiel einen Roboter gibt, der heißt Elektronik, der sieht aus wie ein Junge. Und dieser Roboter möchte ein Mensch sein. Der Roboter Elektronik geht also zur Schule mit anderen Kindern und lernt dort zu weinen und zu lachen. Also anstatt jetzt ganz viele böse Roboter zu haben, wie in der westlichen Tradition, ist dieser sehr beliebte Roboter sehr lustig sogar. Aber die einflussreichste Narrative aus dem östlichen Europa ist Karel Čapeks Theaterstück aus dem Jahr 1921. Und dort geht es darum, dass die KI die Menschheit auslöschen möchte. Und das ist eine ganz klare Metapher, wie die unterdrückte Unterschicht sich jetzt gegen die Bourgeoisie auflehnt. In der ganzen Welt hat dieses Stück Anklang gefunden, nicht nur in Europa, wo wir in der damaligen Zeit viele derartige Revolten hatten, aber auch in den USA und in Japan und in der UdSSR, also in der Sowjetunion, wurde dieses Stück noch angepasst als in der Revolte der Maschinen von. Und das ist noch mehr im Einklang mit dieser kommunistischen Ideologie. Und dann im 20. Jahrhundert war es so, dass Kybernetik, also eine Wissenschaft, die als Vorläufer der heutigen KI gilt, wurde immer mehr mit der sowjetischen Ideologie verwickelt. Zuerst entwickelt von Norbert Wiener aus den USA im Jahr 1948, und er galt in der Sowjetunion als eine Bedrohung für Marx, für die marxistische und leninistische Ideologie. Aber später dann wurde die Kybernetik wiederbelebt in der Sowjetunion quasi, und es wurde als eine Möglichkeit gesehen, sich von der stalinistischen Ära abzuwenden. Eine Möglichkeit, eine wirklich gleiche und Welt zu schaffen, in der man über alte Arbeiterbilder hinausgegangen ist. Und hier spielte Science Fiction auch eine Rolle, zum Beispiel aus den USA. Isaac Asimov, der ebenfalls sehr bekannt ist aus der Science Fiction. Im Alter von 2 Jahren ist er in die USA gezogen, aus der Sowjetunion, und er sieht sich selber vollständig als Amerikaner zurück. Also in der Sowjetunion wurde er auch als Amerikaner wahrgenommen, als seine Romane letztendlich übersetzt wurden ins Russische. Angelika Solovjeva und andere Autoren haben gezeigt, dass die Arbeit von Asimov wirklich einen großen Einfluss auf die sowjetische Imagination von intelligenten Maschinen hatten, die versuchten, Menschen zu sein und auch lustig zu sein. Sie sagten, dass in Hollywood häufig schreckliche, fürchterliche Roboter zu sehen waren, wie der Terminator. Aber in der Sowjetunion ist es so, dass der menschliche Roboter nahezu nicht zu unterscheiden ist von einem Menschen, sowohl in Verhalten als auch im Aussehen, wie wir das bei dem Roboter Elektronik gesehen haben. Also paradoxerweise waren es sowjetische Roboter, nicht amerikanische Roboter, die geschaffen wurden, um die 3 Gesetze der Robotik von Isaac Asimov umzusetzen. Das sind ja diese 3 Grundlagen, mit denen er so berühmt wurde in seinen Erzählungen, die er geschrieben hat zwischen den 1930ern bis zu den 1990ern. Also ich versuche jetzt
überzuleiten, nämlich die Unterschiede zwischen Westen und Osten. Nun, China hat ganz viele unterschiedliche Philosophien, wie zum Beispiel Daoismus und Konfuzianismus. Und daran ging es auch darum, ob intelligente Maschinen entwickelt werden sollten und ob unterschiedliche Arten davon nützlich wären. Aber es gab auch Forscher wie Chang Mao, die sagten, dass die wirkliche technologische Entwicklung häufig sich guten Ratschlägen entwunden hat. Daoisten warnten zum Beispiel dagegen, dass die KI für Kriege eingesetzt werden wird. Und trotz allem war es ja so, dass Waffen damals entwickelt wurden in der Zeit zwischen 700 Jahren vor Christus bis zu der Han-Dynastie, die erst im Jahr 2020 endete. Also auch wenn man ein Philosoph war oder ein Schriftsteller, ging es letztendlich darum, technologische Ethik hier einzuführen. Und das war viel weiter, oder die Technologie war damals viel weiter als alles andere, was in der Welt damals entwickelt wurde. Aber wenn wir uns jetzt die moderne Ära anschauen, nach dem chinesischen Bürgerkrieg vom Jahr 1945 bis 1949 war Science Fiction politisch. Ein Kollege, Fu Yang, sagte, dass in der frühen Volksrepublik, also unter Mao, dass Schriftsteller dort sehr beunruhigt darüber waren, dass KI menschliche Arbeitskräfte ersetzen könnte. Das ist nichts Neues und das ist nichts, was nur im Westen gedacht oder sich vorgestellt wurde. Also die damalige Idee war es, sich eben gegen diese Idee zu wenden. Und in den meisten Narrativen ging es darum, dass KI zu faulen Menschen führen würde und dass die Gesellschaft dadurch einen Rückschritt erleiden würde. Aber nach dem Tod von Mao war es so, dass die chinesische Science Fiction mehr beeinflusst wurde durch die sowjetischen Narrative, die ich genannt habe. Das war nicht ganz eindeutig, weil die sowjetischen Werke in der Mao-Zeit oftmals kritisiert wurden oder verboten wurden, da sie den marxistischen Werten nicht unbedingt immer entsprachen, so wie sie durch Mao interpretiert wurden. Und wie in dem sowjetischen Beispiel ist die Science-Fiction in China dann so gewesen, dass sie KI beschrieb, die geschaffen wurde, um Dienstleister oder Sklaven oder Diener für die Menschen zu sein. Also von dem Narrativ, dass die KI die Arbeitsplätze wegnehmen würde, wurde es jetzt einem hoffnungsvolleren Narrativ, dass die KI helfen würde. Nun schauen wir uns weitere östliche Narrative an. Singapur zum Beispiel. Governance und Technologie im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert sind hier sehr eng miteinander verknüpft. Und Singapur ist wirklich ganz einzigartig, denn Technologie ist ein ganz wichtiger Teil der utopischen Vision dieser Insel oder dass Singapur quasi eine Utopie sein könnte. Das ist auch immer in der Vorstellung so gewesen. Also Singapur als potenzielle Utopie, das begann bereits mit den Briten und das wurde dann weitergeführt durch die chinesischen Siedler. Aber singapurische Literatur ist normalerweise eher dystopisch und hat eine ganz bestimmte Funktion, nämlich soll hier eine Alternative bereitet werden zu den Narrativen, die von der Regierung vorgegeben werden. Also diejenigen, die der Utopie, die ihre Regierung möchte, nicht zustimmen, schreiben also diese Art der Narrative. Nun, nochmal zu Japan. Ich bin leider kein Japan-Experte diese Woche oder in diesem Raum, aber Japan ist vielleicht am bekanntesten dafür, dass es sich unterscheidet von der westlichen Vorstellungskraft gegenüber der KI. Da gibt es verschiedene Aspekte, die das noch einmal beleuchten. Da ist weniger Besorgnis darüber, dass es einen automatisierungsbedingten Arbeitsplatzverlust gibt. Das liegt darin, dass es einfach aufgrund der alternden Bevölkerung einfach weniger Menschen gibt, die die Arbeitsplätze noch ausfüllen können.
Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum Japan sich nicht so mit der Roboterrebellion beschäftigt, wie zum Beispiel in den Beispielen, die ich Ihnen aus China und Russland gegeben habe. Da gibt es eher eine Tendenz, intelligente Maschinen als Freund, als Helfer darzustellen, als den verlängerten Arm des Menschen und nicht als den mörderischen, rebelliösen Roboter. Der größte Unterschied zwischen Japan und dem Westen ist, dass es einen Unterschied in der Philosophie gibt. Die japanische Tradition von Anime versucht, verschiedene Wesen miteinander zu verbinden, wie zum Beispiel das menschliche Wesen und die Maschine. Aber was ich besonders interessant daran fand, ist, dass mein Kollege Daniel White und eine japanische Kollegin von mir argumentieren, dass die Rolle des Anime in dieser Wahrnehmung deutlich politischer ist, als man auf den ersten Blick denken würde. Anime wurde neu konzipiert als ein kulturelles Modell, um die Beziehung zwischen Menschen und Robotern in Japan neu zu definieren im Laufe des 20. Jahrhunderts. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Die Mensch- und Roboter-Partnerschaft dominiert das Konzept der KI in Japan und das oft Hand in Hand mit Technologien in Japan als Ausdruck eines Alleinstellungsmerkmales gegenüber des Westens. Anders gesagt, die japanische Philosophie möchte hier eine Art Pionierrolle einnehmen, in dem Sinne, dass es unterstreicht, wie sehr es sich doch vom Westen unterscheidet, im Sinne von der Technologie aus der Vergangenheit und in der Gegenwart. Anime war letztendlich immer das Alleinstellungsmerkmal der Gesellschaft, ganz auf den Punkt gebracht. Südkorea, hier sehen wir viele Gemeinsamkeiten mit Japan, aber dennoch auch einige Unterschiede. Zum Beispiel, da gibt es etwas Bedenken gegenüber des automatisierungsbedingten Arbeitsplatzverlustes. Aber der größte Unterschied liegt darin, dass es den sogenannten AlphaGo-Schock gibt. Viele von Ihnen haben es bereits gehört. Im Jahr 2016 gab es die britische KI-Firma GoMind, die AlphaGo gegen den südkoreanischen Grandmaster Lee Sedol spielen ließ. Und der Computer hat gewonnen. Und das war ein Meilenstein in der KI-Entwicklung, denn es zeigte, dass man KI so trainieren konnte, dass es gewonnen würde. Und das war ein großer Schock für Südkorea aus zwei Gründen. Erstens, aufgrund der Tradition und der Kultur, die wir in Südkorea in diesem Bereich sehen können. Das ist ein Nationalsport und da wurde nun der nationale Meister von einem Computer geschlagen. Zweitens, dieser Computer wurde gar nicht in Südkorea hergestellt und auch nicht mal in Asien, sondern in Großbritannien. Und das führte zu einer sogenannten Aufholjagd gegenüber anderen Ländern. Andere Länder schienen dort eine Vorreiterrolle einzunehmen. Deshalb musste Südkorea sich nun auf die Fahne schreiben, aufzuholen. Im Jahr 2016 führte diese Narrative dazu, dass sehr viel Geld in die KI-Landschaft in Südkorea gesteckt wurde. Das dritte Beispiel oder Thema, das ich heute Abend besprechen möchte, ist die sogenannte Entkolonialisierung von KI. Besonders durch den Blick der Narrative, die ich Ihnen in Bezug zum Kolonialismus vorstellen möchte. Oft ist es so, dass wir einerseits Narrativen im globalen Süden zu KI sehen werden. Da werden bestimmte Populationsgruppen im globalen Norden ausgegrenzt. Und ich möchte Ihnen drei Antworten auf den Neokolonialismus im KI geben. Die Abwesenheit, die Persistenz und das Neudenken. Sprechen wir über die sogenannte Abwesenheit. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zu MENA geben, Nahe Osten und Nordafrika. Ich habe da eine Publikation zu erarbeitet, das sehen Sie hier im Hintergrund. Und sehr viele große Führer verschiedener Denkschulen gehen davon aus, dass Ägypten eine sogenannte KI-Wüste war. Es gab dort keinerlei Entwicklung von KI. Und ganz wenig in Nordafrika. Aber man konnte letztendlich keine großen Schritte in der KI entwickeln. Nirgendwo in Norden Afrikas, in Ägypten,
im Nahen Osten. Also nichts, was mithalten konnte mit all dem, was aus dem Westen oder aus Japan auferzogen wurde in Bezug zur Technologie und in Bezug zur Geschichtenerzählung. Schauen wir uns nochmal eine andere Perspektive aus dieser Region an. Diese Wüste ist nicht leblos und leer. Besonders auf der arabischen Halbinsel gibt es verschiedene Länder, die ihre eigene Hybridversion von westlichen Technologien und Geschichten neu erzählen mit einem lokalen Ansatz. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Beispiel von einem Roboter, der Arabisch spricht. Aber nicht jeder ist so zufrieden mit diesem Hybrid. Manche nennen das eine Art Selbstorientalismus. Hier haben wir eine Verschmelzung von westlicher Technologie. Und der Weste würde sagen, diese Aspekte, die wir im Außen sehen, sind typisch östliche Aspekte, wie zum Beispiel das Gewand, die Tracht. Und das ist jetzt hier verschmolzen mit lokaler KI-Erzählung. Und das bezeichne ich als eine Art Abwesenheit. KI wurde auch als eine Art Resistenz, Widerstand genutzt. Und in meinem nächsten Beispiel möchte ich das als eine Form von antirassistischem Widerstand in Brasilien zeigen. Edward King hat aufgezeigt, dass Social Media in Brasilien ein doppelschneidiges Schwert ist. Einerseits wird es immer wieder ermutigt und es clustert bestimmte Interessengemeinschaften. Andererseits wurde es auch als eine Art Plattform für Widerstand genutzt in Brasilien. Und Widerstand im Sinne von Afrofuturismus, das bezeichnet eine Bewegung von einer Gruppe von Menschen in der afrikanischen Diaspora, die hier in der Science Fiction dargestellt wird. Und schwarze Künstler haben das genutzt, um neue Möglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen, sodass sie nicht mehr Opfer sind, sondern dass sie das Ganze eher beherrschen können. Hier haben Sie ein Beispiel aus dem Jahr 2020 von Victoria Krim. Zu guter Letzt möchte ich aufzeigen, wie wir KI neu konzipieren können. Wie könnte KI denn in der Zukunft aussehen, wenn wir der dominanten Narrative nicht mehr folgen? Vor 3 Jahren haben einheimische Künstler aus verschiedenen indigenen Gruppen weltweit sich zusammengetan und haben versucht, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen in der KI-Gemeinschaft. Es gab dort einen Ansatz, den die Akademiker dort verfolgten. Edward Lewis zum Beispiel versuchte nun, einen Kompromiss zu finden zwischen den Hollywood-Narrativen. Blade Runner nannte er dort als Beispiel, wo KI als Sklave versus Tyrann eingesetzt wird. Und wir versuchen hier also einen Kompromiss zu finden, wo KI und der Mensch in einer gleichberechtigten Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig unterstützen. Und er hat da wirklich eine tolle Publikation zu veröffentlicht. Er ist auch Autor von verschiedenen Szenarien, wie KI dann in der Zukunft aussehen können. Und das ist eine Art multisensorale Ausprägung der KI. Und da gibt es zum Beispiel ein Gedicht über ein Kind, das von 3 KIs aufgezogen wurde. Und das sehen Sie hier im Hintergrund, wurde dieses Gedicht illustriert. Nun, aus 5 Jahren Forschungsarbeit kann ich Folgendes sagen. Das sind extreme, homogene Narrative, die den westlichen Diskurs dominieren. Und das ist nicht die einzige Art und Weise, wie wir den Umgang mit KI in der Zukunft prägen können. Es gibt verschiedene Ausprägungen weltweit. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kanta. Das waren wunderbare globale Perspektiven, die du uns vorgestellt hast und wie KI auf so viele verschiedene Art und Weisen in verschiedenen Regionen wahrgenommen wird und wie wir die sogenannte weiße Eigenschaft von KI, wie wir dem Ganzen entgegnen können.
Eine der stärksten Narrativen von KI in den Filmen im Westen ist wahrscheinlich von Stanley Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum geprägt worden. Veröffentlicht im Jahr 1968, für diejenigen, die den Film vielleicht nicht kennen, damals war es so, dass dieser Film über eine Reise nach Jupiter ging und da gibt es eine künstliche Intelligenz und der ist singulär und er nennt sich HAL und das handelt sich hier um ein Wortspiel mit IBM. Damals, zu der Zeit, war IBM die beherrschende Firma, die diesen Markt dominiert hat. Und wir sehen hier also, dass H bis I, A bis B, L bis M eine Art Wortspiel für den Namen HAL ergibt. HAL war ein Supercomputer. Und gleichzeitig war er supermenschlich. Also dieses Wort anthropomorphisch hat es sehr gut geprägt. Es hatte zwar keinen Körper, aber so wie es sprach und wie es strukturiert war bezüglich der Sprache, war es anthropomorphisch. Würdest du sagen, dass diese Vermenschlichung von Maschinen etwas ist, das du auch woanders beobachtest, wie zum Beispiel in der sowjetischen Literatur, das hast du uns ja gut illustriert, da wird es noch mehr vermenschlicht als im Westen, aber ist das etwas, das du als universell bezeichnen würdest, diese Vermenschlichung von Maschinen? Ja, diese Vermenschlichung ist aus meiner Sicht recht universell. Das können wir weltweit beobachten. Und selbst wenn wir uns in der Vergangenheit einmal umschauen, da sehen wir ja noch die alten Ideen und Konzepte, wie man sich intelligente Maschinen vorgestellt hat. Und es beginnt ja mit dem Konzept der Vermenschlichung. Man versuchte, die technologischen Entwicklungen ganz neu zu konzipieren und eine komplett neue Dimension zu erreichen. Wie schreibt man denn eine Geschichte, in der man beweist, dass diese Person absolut außergewöhnlich ist? Wie kann man beweisen oder zeigen, dass das der beste Handwerker, Entwickler, Ingenieur seiner Zeit ist? Also fast wie ein Gott. Normalerweise ist das ein Mann, also er soll dann das Leben imitieren. Da gibt es dann also mechanische Tiere, die konzipiert werden, künstliche Tiere. Und die Menschen fühlen sich oft höherrangig als das Tier. Und die nächste Ebene wäre dann also, einen künstlichen Menschen zu erschaffen. Aus Bronze, aus Holz, aus Metall. Das waren so die anfänglichen Konzepte von der KI, die alten Ideen. Aus meiner Sicht haben wir eine Art Anthropomorphisierung, das heißt, es ist lebensähnlich, menschenähnlich. Und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Idee, die hinter diesen alten Narrativen stehen und alten Geschichten, die Auswirkungen auf das heutige Konzept von KI haben. Wir hatten hier einen Gast auch in unserer Serie, Making Sense, zu Anfang der Corona-Pandemie, und sie sprach darüber, dass diese Vermenschlichung eigentlich die größte Falle ist, wenn wir über KI nachdenken und dass es sehr schwierig ist, dies der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren, dass nämlich der derzeitige KI-Diskurs auf der technologischen Seite, dass es da nicht darum geht, worüber wir auch in Ihrem Vortrag geredet haben, sondern es geht um die Maschine, die tatsächliche KI und die geschaffen wird. Wenn wir uns jetzt die Popkultur anschauen, dann kann man dem entgegenstehen. Es gibt zum Beispiel Rassismus, denn wenn wir im Westen diese Vermenschlichung machen, dann sehen wir, dass wir sehr viele weiße Roboter haben. Wie können wir dem entgegenwirken? Nun, ich stimme Joanna, der Rednerin, zu, denn wenn wir uns KI vorstellen, als etwas, das aussieht wie ein Mensch und sich auch so verhält, dann führt das zu einer ganzen Reihe von Problemen. Zum Teil liegt das daran, dass die Technologie halt bestimmte Dinge kann und bestimmte Dinge derzeit nicht kann. Und teilweise liegt es auch daran, welche Rolle wir uns für diese Technologie wünschen. Ich finde es sehr interessant, die Kulturen anzuschauen,
von denen wir lernen können, die eine gesündere Einstellung zu ihrer Umwelt haben im Vergleich zu Kulturen, die sehr hierarchische Ideen über das haben, wie die Welt aufgebaut ist. Also die Menschen ganz oben und der Rest der Lebewesen kommt dann darunter in der Hierarchie. Also hier könnte man bestimmte Menschen denken, dass hier eben Menschen ganz oben sind und ganz unten dann die Menschen und die KI verordnet sich dort auch. Also wenn man sich jetzt indigene Kulturen anschaut, dann sieht man dort Narrative, die viel, viel gesünder sind, indem man sich vorstellt, dass es sehr wohl möglich ist, mit einer KI zusammenzuleben und zu arbeiten, die ganz anders ist, die nicht wie nichts ist, was sie jemals zuvor gesehen haben und eine KI, die sicherlich nicht so ist wie ein Mensch. Denn wenn wir jemals etwas im Silicon Valley erschaffen, was eine Intelligenz ist, dann wird es sicherlich nicht so denken und so handeln wie ein Mensch. Und manche Traditionen sind viel besser, sich all dies vorzustellen. In ihrer Forschung haben sie jetzt schon seit mehreren Jahren vielleicht einen bestimmten Wandel wahrgenommen, der dazu geführt hat, dass bestimmte kulturelle Ideen sich gewandelt haben, zum Beispiel Japan. Davon haben Sie ja gesprochen, dass es dort weniger Sorgen gibt. Man sieht in der japanischen Geschichte die Rebellion der Maschinen, die als Dienstleister gesehen werden, als Unterstützung, die in der Pflege eingesetzt werden können, zum Beispiel für alte Menschen und Kranke. Kann sich das noch verändern? Was muss passieren, damit sich dieses Narrativ verändert? Haben Sie dafür Beispiele woanders gesehen? Nun, ich glaube, eine große Veränderung ist eingetreten, nachdem KI-Technologien begonnen hatten, als KI-Technologien wieder bezeichnet wurden, nämlich zwischen 2012 und 2016. Also davor hatten wir einen sogenannten KI-Winter, wo nur sehr wenige Menschen über KI gesprochen haben, sehr wenige haben zu diesem Thema gearbeitet. Es war wirklich ein uncooles Thema, es gab keinerlei Finanzierung. Und dann im Jahr 2012 auf einmal geschah Folgendes, nämlich das Image war viel anerkannter, quasi von einem Tag auf den anderen. Und das hat dann dazu geführt, dass es einen neuen KI-Hype gab, der immer noch anhält bis zum heutigen Tage. Vor allem, weil mehrere Fortschritte erzielt wurden in der KI und verschiedene Veränderungen. Das Problem war, vor einigen Jahren war es noch so, wenn Sie über diese neue Technologie sprechen wollten, die man KI nannte, dann musste man sich auf etwas beziehen, was die neuesten KI-Narrative waren, an die man sich erinnern konnte, die man im Kino gesehen hatte, also Matrix oder Terminator. Das waren die Bezugspunkte. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber im Vereinigten Königreich findet man wirklich Terminator-Bilder überall drauf. Es gibt wenn man zum Beispiel einen Bericht liest im Vereinigten Königreich über die Zukunft von KI, dann sieht man sofort das Bild von Terminator oder einen Artikel über Fintech, man hat sofort das Terminator-Bild. Oder wenn es darum geht, dass Drohnen rückwärts fliegen können, ein weiterer Artikel, sofort kommt wieder das Terminator-Bild. Da hat auf jeden Fall jemand in Kalifornien sehr viel Arbeit geleistet. Ja, vielleicht kann man hier auch von einem Regierenator sprechen, wenn wir jetzt an Kalifornien denken. Nun, also in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, dass Schriftsteller oder Autoren gebeten wurden, neue Narrative zu entwickeln. Und dann gab es teilweise so viel Kritik an diesen alten Geschichten, dass sich manche Menschen einfach neue ausgedacht haben. Also in den vergangenen 3 Jahren gab es quasi eine Explosion von KI-Narrativen, die viel aufregender sind in Bezug auf die Art und Weise, wie sie auf die moderne Technologie eingehen. Und dann sieht man auch Menschen, die sich auch anderer Traditionen bedienen. Ich glaube, der Kinderfilm Big Hero 6 ist hier ein interessantes Beispiel. Das ist ein amerikanischer Animationsfilm, aber sehr stark beeinflusst durch die japanische Filmtradition. Die ganze Ästhetik ist
wirklich, also liegt zwischen San Francisco und Tokio. Und ganz wortwörtlich gibt es nämlich dort auch eine Stadt, die ist San Fran Tokio. Und ein Kind baut dort einen Pflegeroboter. In der Geschichte geht es darum, letztendlich, wie der Hauptprotagonist und der Roboter zusammenarbeiten und wie letztendlich der Roboter und der Protagonist wirklich beziehungsweise die Roboter wirklich eine wichtige Rolle einnehmen und Menschen sogar heilen. Das ist eine ganz zentrale Botschaft und das, ich denke, hier ist der Einfluss Japans zum Beispiel sehr eindeutig. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie, mit Ihrem Co-Autor Stephen Cave haben Sie drei mögliche Lösungen diskutiert, wie man rassistische KI zu bekämpfen und sie weniger dominant zu machen. Sie sagten, sie wollen die Vermenschlichung vermeiden und dann auch rassistische Stereotype zu vermeiden. Und dann sollte auch mächtige KI als nicht weiß dargestellt werden. Ich glaube, die letzten beiden Punkte, also die Kritik rassistischer Stereotype und die Darstellung von mächtiger KI als nicht weiß, ich meine, das sollte doch eigentlich einfach sein. Dafür sollte es Lösungen geben. Sehen Sie die Fortschritte, die Sie sich erwünscht hätten in dieser Hinsicht? Nun, ja, es gibt Fortschritte in dieser Richtung. Vor allem im Fernsehen fällt mir auf, dass der Fortschritt hier oftmals viel schneller kommt als im Film. Vielleicht einfach, weil man hier eine viel größere Bandbreite hat an Darstellern, die man einsetzt. Also Sie haben zum Beispiel People of Color, die bestimmte Rollen spielen und dann haben Sie auch weiße Menschen. Aber letztendlich, wenn Sie einen Film haben und die weiße Person der Protagonist ist, dann hört man sehr viele Beschwerden. Das ist zum Beispiel der Fall für Percy Jackson Films oder auch bei Harry Potter war dies der Fall. Ja, also es gibt hier einen Fortschritt. Ich habe einige Beispiele aus eher dem Westen, wo die oder aus einem Film, der heißt The Westworld, wo die drei Hauptcharaktere so aufgestellt sind, also eine weiße Frau, ein schwarzer Mann und dann noch eine weiße Frau als Haupt-KI und dann gibt es aber noch die Menschen in der Serie Humans. Das ist eine Serie aus dem Vereinigten Königreich. Dort ist auch eine Schauspielerin, eine People of Color als Protagonistin zu sehen. Sie sagen, das bezieht sich auch auf Streaming-Service wie globale Unternehmen wie Netflix und Amazon, HBO und so weiter. Nun, ja, also Netflix hat einen Film gedreht, der heißt Outside the Wire und dort gibt es nur eine KI und das ist eine KI, die von einem schwarzen Mann gespielt wird, Anthony Mackie, den kennen Sie vielleicht von den Avengers und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass das in den Vereinigten Staaten so gedreht wurde mit einem schwarzen Hauptcharakter. Machen Sie das, weil Sie jetzt viel mehr Daten haben, denn die Streaming-Dienste, das ist ja Ihr Geschäftsmodell. Nun, Sie meinen, Sie haben diesen Film entwickelt, weil viele Menschen das wollten? Nun ja, ich glaube, ja, das ist die Antwort tatsächlich. Und das ist zwar ziemlich zynisch, aber gleichzeitig zeigt dies auch, wie groß die Nachfrage nach dieser Art von Film ist. Sie investieren ziemlich viel Geld ja auch darin. Und man sieht auch, dass so eine große Gruppe eben nicht bedient wird. Und das ist eine gesellschaftliche Gruppe, die natürlich nicht nur schwarze Männer sind, die genauso aussehen wie der schwarze Protagonist. Aber es gibt auch genügend Menschen, die sich einfach freuen, wenn es solche Hauptcharaktere gibt. Und außerdem ist es auch ein sehr interessanter Film aus dem Jahr 2020 oder 2021. Und er spielt in der Ukraine tatsächlich, wo es viele Spannungen mit Russland an der Grenze gibt. Und der Film spielt in der nahen Zukunft, da der Hauptcharakter eine KI ist. Also die Amerikaner kommen dann in die Ukraine, um dort einzugreifen. Also das
ist natürlich ein sehr relevantes Thema. Und eine weitere Frage, bevor wir Fragen aus dem Publikum zulassen und von Slido. Sie sagen, dass diese Vorstellungen und über Maschinen sehr alt sind, teilweise Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und Sie haben ja zu Anfang Ihres Vortrags eine Definition davon gegeben. Wie kann man jetzt neue Maschinen bauen, die mit bestimmten Werten brechen, mit bestimmten alten Vorstellungen und Narrativen, wo es dann um lokale, die vielleicht lokale Traditionen respektieren, aber wo es dann zum Beispiel trotzdem Gender-Stereotype gibt. Was kann man denn hier tun? Nun, eine sehr interessante Frage. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Entwickler von Technologie diese Art der Geschichten im Hinterkopf behalten und der Erwartungen, denen man sich gegenübergestellt sieht, wenn man versucht, irgendwo eine Technologie einzuführen. Denn die Menschen haben diese automatischen Vorstellungen dazu, was diese Technologie machen wird. Und das muss man aktiv ansprechen und explizit ansprechen. Zum Beispiel in folgender Weise. Wie nennen Sie zum Beispiel Ihre Technologie? Einige Menschen wenden sich zum Beispiel von dem Begriff KI ab, weil er vielleicht nicht ganz richtig ist, weil oder beziehungsweise von der KI an sich abwenden, weil Menschen vielleicht sogar denken, dass diese intelligenter ist, als sie tatsächlich ist. Und dann gibt es andere Fälle, in denen Menschen sich entscheiden, ihre Roboter menschenähnlicher zu machen oder auch eben nicht, in Abhängigkeit davon, was die Menschen erwarten. Also hier sind die Erwartungen wieder sehr wichtig an die Roboter und an menschenähnliche Kreaturen und Wesen im eigenen Haushalt zum Beispiel. Also ich glaube, in einigen Fällen war das Problem, dass es nicht genügend Aufmerksamkeit gab. Und dann sah man diese Zusammenstöße hier, wie man das auch im Vereinigten Königreich gesehen hat. Also die Antworten zu dem, was Menschen als KI wahrnehmen. Es gibt wirklich diese Lücke zwischen dem, was KI ist und was die Erwartungen der Menschen sind und wovor sie Angst haben. So, also dieser Sessel hier, es wurde, glaube ich, durch eine deutsche KI hergestellt, die nicht respektiert hat, dass Schweizer Menschen etwas größer sind. Ich finde es etwas schwierig, hier ins Publikum zu schauen. Ich sehe hier, ich glaube, wir haben ein Mikrofon und ich sehe Fragen und einer wird hier umherrennen und Ihnen das Mikrofon bringen. Und ja, da hinten, wir haben jemanden. Achso, okay. Geht das so? Okay. Well, thank you for your presentation. Vielen Dank für diese Präsentation. Ich habe eine Frage zu den Regeln, die du aufgestellt hast oder die Sie aufgestellt haben, sodass sie weniger diskriminierend sind. Ihr Film ist ja, sie weniger menschenähnlich zu machen. Und Sie haben uns ja ein Beispiel gegeben von einem Film, wo eine Person of Color den Hauptdarsteller spielt. Ist das ein notwendiger Schritt, um das Ganze menschenunähnlicher darzustellen? Das ist eine sehr gute Frage, denn wir stehen hier vor einem Dilemma. Man arbeitet ja an menschlicher KI und an der Interaktion zwischen Menschen und KI. Und da gibt es ein Problem. Einerseits ist es so, dass wir einen Roboter haben und wir möchten ihn menschenunähnlicher gestalten. Und das führt zu verschiedenen Problemen, denen wir dann aus dem Weg gehen können, nämlich das Geschlecht und die sogenannte Rasse. Und wenn wir etwas weiter vermenschlichen, da gibt es aber auch positive Effekte, auf die wir dann verzichten. Zum Beispiel wir vertrauen etwas mehr, wenn es menschenähnlicher ist. Also wenn es nur eine glänzende graue Metallbox ist, vertrauen wir diesem Objekt weniger. Eine Maschine, die zum Beispiel als Pfleger arbeiten soll und jemanden aus dem Bett heben muss zum Beispiel, in einen Rollstuhl heben muss, wenn dieser KI menschenähnlicher aussieht, freundlicher aussieht, Arme hat, dann ist das vertrauenswürdiger. Also im Gegensatz, wenn das jetzt aussieht wie eine kleine Box oder wie eine Art Auto mit Armen. Nein, wir möchten, dass das Ganze menschenähnlicher gleichzeitig aussieht, aber das führt auch zu einem zusätzlichen Problem, dem sogenannten Mirroring, dem Spiegeln. Das heißt, Menschen,
die einer Minderheit angehören oder einer unterdrückten Gruppe, fühlen sich wohler, wenn sie das Gefühl haben, wenn sie mit jemandem kommunizieren, der so aussieht wie sie selbst. Da wurden verschiedene Experimente in diesem Kontext durchgeführt. AfroamerikanerInnen wurden zusammen mit einem Chatbox zusammengeführt. Und diese Chatbox war ein sogenannter weißer Mann oder eine weiße Frau. Es war letztendlich nur ein ganz künstlich dargestellter weißer Avatar. Ergebnis dieses Experimentes war, dass sich diese Afroamerikanerin wohler fühlten, wenn diese KI ihnen mehr ähnelte, als wenn sie es nicht tat. Und das, was Sie angesprochen haben, dass etwas weniger menschenähnlich aussieht, ist ein guter Ansatz, um gewisse Probleme zu lösen, aber gleichzeitig müssen Dinge in gewisser Art und Weise menschlich klingen. Und wir können sie vielleicht repräsentativer gestalten, anstatt immer uns nur auf diesem engen Feld zu bewegen. Ich habe Ihnen ja das Beispiel gegeben zu diesem Pfleger. Und da wurden sehr viele verschiedene, oder zu anderen Robotern, die den Menschen unterstützen. Und da wurden Studien durchgeführt zu Alexa zum Beispiel oder anderen stimmgestützten Helfern. Und man fand dabei heraus, dass wenn die Stimme etwas wärmer klingt, dann fühlt sich der Mensch wohler, als wenn er mit einer kalten, metallischen Stimme spricht. Lass uns weiter über das Thema Stimme sprechen. Man hat ja immer die Wahl zwischen einer weiblichen und männlichen Stimme. Oder gibt es da noch eine weitere Bandbreite? Siri, Alexa und Microsoft haben alle mit einer weiblichen Stimme begonnen. Und dann gab es sehr viele negative Reaktionen. Man sagte, okay, schön, dass die Forschung zeigt, dass man sich lieber von einer weiblichen Stimme beherrschen lässt oder herumkommandieren lässt. Aber das ist ja nicht der Grund. Aus diesem Grund hat man eine männliche Stimme hinzugefügt und jetzt haben wir eine größere Bandbreite. Man hat zum Beispiel in der englischen Sprache jetzt den britischen, australischen Akzent, man hat Standard American, aber wir haben auch afroamerikanische Sprachzüge hinzugefügt, man hat indisches Englisch, man hat hier die ganze Bandbreite an der Sprache hinzugefügt. Haben wir das in Deutschland auch? Haben wir bayerische Siri? Nein, das war jetzt kein Scherz. Vielleicht gibt es ja die bayerische Stimme von Siri. Aber es gibt zum Beispiel die, oder ich stelle mal die Frage, gibt es die deutsche oder österreichische Stimme von Siri? Ja, weiß ich gar nicht. Also Schweizer Siri würde ja schwierig sein. Man bräuchte ja alle 5 Kilometer eine neue Siri in der Schweiz, weil das einfach so chaotisch da drüben ist. Nehmen wir noch eine Frage aus dem Publikum. Da ganz hinten gibt es eine Frage. Herzlichen Dank für diese tolle Präsentation. Ich bin ganz neugierig. Wir führen auch Forschungsprojekte unter den Japanern durch und wir haben festgestellt, dass es dort eine große Bereitschaft und Akzeptanz gibt in Japan. Und ich frage mich gerade, ob das in den anderen Ländern genauso ist. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Es geht um den Unterschied der verschiedenen Generationen. Ja, das stimmt. Ob es einen Unterschied bei den Generationen gibt, das ist eine ganz tolle Frage. Ich weiß, dass es in vielen Ländern Unterschiede gibt bezüglich der Akzeptanz unter den Generationen. Wir haben zum Beispiel die Generation, die mit Terminator, Matrix aufgewachsen sind, die diese Filme im Kino gesehen haben und da ist das Teil der Popkultur und auch Teil der eigenen Erwartungen und Gedanken, Ideen zu diesem Thema. Es gibt eine sehr interessante Entwicklung. Es gibt jetzt eine Generation, die Informatiker sind und die Terminator nicht verstehen. Denn der Terminator stammt ja aus dem Jahr 1984, der zweite 1991. Und viele dieser neuen der jüngste Film, der stammt aus dem Jahr 2019, aber ich glaube, der war ein Flop, den hat keiner gesehen. Terminator scheint als eine Art Film der älteren Generation betrachtet zu werden. Und es gibt jetzt also ein neues Narrativ, das vorherrscht. KI wird auf eine andere Art und Weise dargestellt.
Und diese neue, junge Generation wird dazu in der Lage sein, sehr viele andere Narrative weltweit kennenzulernen und auch zu nutzen in ihrer Arbeit. Etwa 20, 30 Jahre war es ja quasi noch undenkbar, für ein westliches Publikum viele japanische Filme zu schauen oder japanische Medien wie Manga oder Anime. Und jetzt kann man das alles bei Netflix schauen. Ich glaube, dass wir hier sehr große Überlappungen haben. Und das verbessert das zeitgemäße Gefühl gegenüber von KI. Gleichzeitig ist es so, dass die derzeitige Generation sich die Frage stellt, wird KI meine Zukunft bedrohen? Mich ermutigt der Fakt, dass es da weltweit kein dominantes Narrativ in diese Richtung gibt, zumindest was die junge Generation angeht. Diejenigen, die jetzt schon eine Weile einen bestimmten Job ausüben und die jetzt wahrscheinlich die in eine andere Richtung gehen möchten oder die einen Karrierewechsel anstreben, Quereinsteiger sind, die haben am meisten Angst davor, dass diese Arbeit vielleicht von KI übernommen wird. Die Bücher, die ebenfalls nicht überlebt haben oder die Filme, die nicht überlebt haben, vielleicht Blade Runner oder so oder diese Androiden. Es gab vor kurzem auch noch einen Film, der sehr kontrovers war. Das war kein Android, aber da gab es auch so eine Mythologie, die wieder aufgegriffen wurde. Und das war nicht sehr anthropomorphisch geprägt, wurde im Film gar nicht genannt, in der neuen Version von Blade Runner. Aber lassen wir das mal beiseite. Gibt es hier noch eine Frage? Ich tut mir leid, wenn ich sie nicht alle sehe. Das liegt an dem Stuhl und das liegt auch an den Säulen. Leider habe ich keine 360-Grad-Ansicht. Und wir fangen hier drüben an, dann geht es auf die andere Seite des Raumes. I'm sorry. Es tut mir leid. And then we'll switch over and then we'll go to Slido. Und dann wechseln wir die Raumseite und dann gehen wir nochmal zu Slido über. Thank you so much. Herzlichen Dank für diese Präsentation. Das war sehr faszinierend. Eine kurze, knappe Frage. Vielleicht haben Sie ja vorhin darüber gesprochen, aber in Bezug zu den Argumenten bezüglich der Beziehung, die wir mit bestimmten Objekten haben, im japanischen Zentrum haben wir Tradition von Kinzoho zum Beispiel. Wir haben eine bestimmte Beziehung zu Dingen und das hängt in der Zusammenhang mit der philosophischen Beziehung, die wir zu Dingen haben. Rinmeier, der wiederum vertritt, dass es Dinge ohne Bewusstsein gibt. Und Sie haben ja über die Philosophie im chinesischen Kontext gesprochen. Und es gibt einerseits eine Beziehung zwischen den Dingen und in diesem Körper-Geist-Kontinuum gibt es ja auch noch andere Beziehungen. Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben uns das von verschiedenen Seiten mal angeschaut und es ist jetzt nicht möglich gewesen für mich, auch noch diese Aspekte in meiner Präsentation aufzunehmen. In Chile haben wir einen Workshop abgehalten. Da gab es VertreterInnen von indigenen Gruppen, die auch quasi überall weltweit vertreten waren. Wir hatten also Vertreter auch von 7 verschiedenen Kontinenten. Wir hatten philosophische VertreterInnen von verschiedenen Denkschulen. Und in unserem nächsten Buch, das wir veröffentlichen werden, gibt es ein ganzes Kapitel, das sich diesem Thema widmet. Da geht es um die postkolonialische Einstellung von Indien gegenüber KI, stark geprägt durch den britischen Kolonialismus und das Geschichtenerzählen. Viel weniger als von indischer Philosophie. Und es ist ganz interessant, was daraus entstanden ist. KI wird dort auf eine originelle Art und Weise aus der Mitte des 20. Jahrhunderts erzählt. Und da stammen die Geschichten besonders erzählen besonders Geschichten zwischen den Beziehungen und Menschen, WissenschaftlerInnen und den Robotern. Und das prägt die KI dort. Das wurde übertragen in die verschiedenen Sprachen in Indien.
und veröffentlicht in den verschiedenen einschlägigen Medien. Es geht nicht darum, dass das da eine Art englische Überlegenheit gibt bezüglich ihrer eigenen Science Fiction und ihrer eigenen Wissenschaft, sondern es gab da eher so eine Einstellung wie, ah, das ist eine gute Inspiration, wir können das aber auch. Ja, bevor wir Slido anschauen, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum. Ich bitte Sie, es kurz zu halten. Toll. Gibt es Trends, in denen die KI nicht auf eine vermenschlichte Art und Weise dargestellt wird? Also ich habe es satt, immer wieder Roboter zu sehen, KIs zu sehen, die auf die altbekannte Art und Weise dargestellt werden. Ja, schwierig zu finden, aber es gibt Geschichten, wo zumindest Versuche unternommen wurden, sodass die KI nicht wie ein Roboter mit zwei Armen und zwei Beinen dargestellt wird. Und diese Versuche stammen aus der Zeit, nachdem der Computer erfunden wurde. Plötzlich gibt es diese große Vielzahl von Geschichten, von bösartigen Geschichten, von Computern, wie zum Beispiel HAL 9000. Ich habe Ihnen ja das Beispiel aus der Sowjetzeit gegeben und das ist ein gutes Beispiel, wie es dort die KI anders dargestellt wird. Und es ist schwierig, letztendlich eine Geschichte so zu schreiben, dass die KI überhaupt nicht menschenähnlich ist. HAL, der Protagonist aus dem Film, den ich genannt habe, musste ja eine Stimme haben, denn er sollte ein Protagonist oder eine Figur in einer Geschichte sein. Hier stellt sich die große Herausforderung, was die Geschichte letztendlich verlangt. Wie abstrakt kann man die Geschichte denn gestalten, sodass sie noch verstanden wird? Und das zeigt unsere Beschränkungen bezüglich der Geschichtenerzählung auf in Beziehung zu KI. Es ist oft schwierig, die KI richtig und in all ihren Eigenschaften darzustellen. Tut mir leid, ich sehe die letzte Frage gar nicht. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich möchte etwas zur KI-Ethik fragen. Denken Sie, dass jedes Land seine eigene Ethik haben sollte in Bezug auf die KI oder sollte es eine globale KI-Ethik geben, die global angewendet werden sollte? Und wenn ja, wie kann das umgesetzt werden? Nun ja, vielen herzlichen Dank. Das ist eine wirklich sehr schwer zu beantwortende Frage. Nun, ich glaube, diese Frage wurde immer wieder gestellt, vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts in unterschiedlichen Kontexten. Menschen haben unterschiedliche philosophische Traditionen und Verständnisse davon, was Ethik letztendlich ist. Und wie kann man ein globales System und Netzwerke aufbauen, diese Unterschiede berücksichtigen? Nun, das ist ein Problem zum Beispiel bei den Menschenrechten. Denn man hat wirklich versucht, diese Menschenrechte für alle universell zu gestalten. Aber Menschenrechtsanwälte und Forschende werden sagen, dass in bestimmten Traditionen dies nicht ausreichend ist. Und ich glaube, auch in der KI sehen wir dieses Problem. Denn man kann nicht unterschiedliche KI-Ethiken in unterschiedlichen Ländern haben. Denn es ist eine so globalisierte Technologie, die irgendwo hergestellt wird, aber dann woanders angewandt wird, zum Beispiel Facebook. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen jetzt kein Facebook-Konto mehr haben, aber sicherlich hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt nahezu die Hälfte der Menschheit ein Facebook-Konto. Also das ist eine Frage, die uns weiter beschäftigen wird. Schauen wir einmal aufs Slido. Wo sind Sie denn? Ah, ich habe in die falsche Richtung geschaut. Ich habe noch eine Frage. Wie beeinflusst Religion die Narrative über KI? Sie haben darüber gesprochen, dass in einigen Regionen der Welt diese Narrative nicht anwesend sind. Quasi könnte die Religion ein Grund dafür sein. Nun, die Interaktion zwischen Religion und KI ist wirklich interessant. Zum Beispiel, wussten Sie zum Beispiel, dass in Vatikanstadt, dass dieses Land wirklich sehr viel über KI weiß und wirklich auf dem höchsten Stand des Wissens ist. Also Vatikanstadt hat seinen eigenen KI-Rahmen, wie zum Beispiel Deutschland oder die EU oder das Vereinigte Königreich.
Und das liegt vor allem an dem franziskanischen Orden, die sicherstellen, dass der Papst immer auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklung ist. Und KI ist besonders interessant für Menschen, die religiöse Perspektive einnehmen. Und zwar, weil auf der einen Seite hat man die Frage zwischen Technologie und menschlichen Werten, aber dann stellt sich auch die Frage, was es denn bedeutet, ein Mensch zu sein oder Dinge zu erschaffen, die aussehen wie der Mensch. Vor allem abrahamische Religionen stellen hier ganz ernste und viele Fragen. Nun, als wir unser Forschungsprojekt zu Nordafrika und den Nahen Osten durchgeführt haben, haben wir die islamische Perspektive angeschaut und dort haben wir gesehen, dass diese weniger entwickelt war. Seitdem hat sich einiges weiterentwickelt in dieser Region, aber wir haben gesehen, dass es nicht bedeutet, dass wenn man eine bestimmte religiöse Perspektive einnimmt, dass man dann nicht mehr über KI nachdenkt oder über sie fantasiert oder sich generell Gedanken macht. Aber aus der islamischen Perspektive, wenn man sich 1001 Nacht anschaut zum Beispiel, dort gibt es diese Überlegungen und Vorstellungen von Dingen, die künstlich hergestellt worden und intelligent sind. Und andere Religionen haben auch ihre eigene Art und Weise, dieses Thema anzugehen. Also die religiöse Perspektive ist wirklich wichtig, als wenn man sich anschauen möchte, welche Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven es über KI gibt. Weitere Fragen über KI? Dann noch eine letzte Frage zum Schluss einmal an dich, Kanta. Wenn wir über KI sprechen, dann reden wir ja auch über große, große Datenmengen, die benötigt werden, damit KI überhaupt arbeiten kann und Ergebnisse hervorbringen kann. Viele Daten entstehen auch in diesem Prozess, nicht nur in Europa. Natürlich stellt sich auch die Frage der Datensicherheit, wie diese Daten gespeichert werden durch große Unternehmen, durch die GAFA-Unternehmen oder werden die Daten zentralisiert, ist der Staat der Eigentum und wir haben der Eigentümer. Wir haben über Ihre Forschung gehört in den vergangenen 90 Minuten und wir haben überlegt, wie Unterschiede im Westen wahrgenommen werden sollten, wie KI in der Welt wahrgenommen wird. Das ist eine Gedankenschule, die vielleicht in Richtung Dezentralisierung tendieren würde. KI war im Westen bisher zu hegemonial gedacht, um es ganz offen zu sagen. Nun, man könnte ja auch von einem Tech-Krieg zwischen dem Osten und dem Westen sprechen in Bezug darauf, wie diese Daten gespeichert werden könnten. Was denken Sie da, was denkst du dazu, wenn es um das Speichern von Daten geht? Wie würden Sie hier herangehen? Nun, zum Thema Dezentralisierung der Datenspeicherung. Nun, zum Thema Daten. Ich glaube, es gibt ja zwei unterschiedliche Perspektiven. Auf der einen Seite denkt man, dass mehr Daten zu mehr KI führen. Und wenn der Datensatz ein bestimmtes Problem hat oder ein Bias hat, sozusagen, dann bedeutet das, dass nicht genügend Menschen Daten geliefert haben. Wenn zum Beispiel es ein Bias gibt für weiße Menschen, dann heißt es, man braucht in dieser Gedankenschule eben noch Menschen, People of Color zum Beispiel, die Daten liefern. Der andere Ansatz fragt er, ja, okay, aber wofür nutzen wir denn diese Daten? Und ja, manchen Menschen ziehen es vor, wenn sie nicht durch die Gesichtserkennung erkannt werden und die damit sehr gut leben. Und dann gibt es Menschen, die aus Gruppen stammen, die besonders analysiert werden oder von der Polizei besonders in den Blick genommen werden. Nun, diese haben da eine ganz andere Sicht drauf vielleicht. Dann noch etwas dazu, ähnliche Ansätze und Gedanken oder Denkschulen, wie man eine Zukunft mit intelligenten Maschinen sich vorstellen könnte. Auf der einen Seite gibt es die Idee, dass man die Narrative, die wir haben, diversifizieren könnte, damit
die Narrative, die wir aus Kalifornien hören, etc., nicht vorurteilsbelastet sind. Aber dann ist es häufig auch so, dass manche Argumentationen einfach keinen Sinn ergeben und dann in bestimmten Kontexten. Und dann müssen wir uns dessen bewusst sein und wir müssen in der Lage sein, diese Ideen dann aus dem spezifischen Kontext herauszunehmen. Und dasselbe gilt auch für Daten. Denn manchmal ist die Diversifizierung der Daten sicher ein guter Ansatz. Aber manchmal, in manchen Kontexten, ist es sicherlich hilfreicher, den Datensatz sehr klein zu halten. Es ist abhängig vom Kontext. Ja, vielen herzlichen Dank. Morgen sind wir in einem anderen Teil der Stadt, nämlich im Deutsch-Japanischen Zentrum. Jetzt, ich glaube, in Mitte sind wir ja gerade hier an der Spree. Vielen Dank für diesen wunderbaren Einstiegsvortrag. Vielen Dank, dass Sie hierher gereist sind. Und natürlich danke ich auch Ihnen allen, dass Sie hier live heute vor Ort waren und Teil dieser Veranstaltung waren. Eine schöne Konferenz Ihnen. Vielen Dank, Kanta Dihal.